was Gutes. Meine sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Digitalisierung stellt uns alle vor besondere Aufgaben. Sie wirkt sich in alle Bereiche des Lebens aus, in der Wirtschaft und Arbeitswelt, genauso wie in der Gesellschaft und Wissenschaft. Egal ob als Familienunternehmen aus dem ländlichen Raum oder als Global Player in den Universitäten und in den Klassenzimmern, die digitale Transformation erfasst uns alle. Es ist die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Und sehr geehrter Herr Kollege Bolte-Richter, die große Frage ist doch, man kann hier viel kritisieren, aber wo haben wir denn angefangen 2017? Für Rot-Grün war damals das Wort Glasfaseranschluss ein Fremdwort. Ich erinnere nur alle die, die etwas länger hier im Haus sind, an diese mega peinliche Rede von der Ministerpräsidentin Kraft, Stichwort Megabit. Das war die Haltung von Rot-Grün und das hat gedauert, bis wir diesen digitalen Scherbenhaufen hier erstmal überhaupt beseitigen konnten. Meine Damen und Herren, der Infrastrukturausbau in Nordrhein-Westfalen kommt schneller voran, schneller als im Bundesdurchschnitt und schneller als vor 2017. In NRW sind bereits 95% der Haushalte, Frau Kollegin, mit 50 Mbit und 75% mit 50 Mbits oder mehr versorgt. Frau Kollegin Kampmann hört auch schon gar nicht mehr zu. 66% können auf Gigabit-Bandbreiten zugreifen. 97% der gut 5.400 Schulen sind mit gigafähigen Netzen erschlossen und dafür vorgesehen. 2017, Frau Kollegin Kampmann, waren es 12%. Das war Ihre Regierungsbilanz. In Nordrhein-Westfalen, die NRW-Koalition, allen voran unser Digitalminister Professor Pinkwart, treibt aber nicht nur den Ausbau der digitalen Infrastruktur konsequent voran. Neben dem Gigabit-Masterplan oder der Ausstattung der Schulen werden auch Projekte wie die digitalen Modellkommunen oder barrierenfreien Internetauftritte der Behörden gefördert. Entschuldigung, Herr Kollege Hafke, dass ich Sie unterbreche. Kollege Bolte-Richter würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Sehr gerne, Frau Präsidentin. Bitte schön. Dankeschön, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen, weil Sie haben ja im Grunde genommen genau das gemacht, was der Minister auch gerne macht, wenn er da ist, nämlich, dass Sie die Torpfosten so lange verschieben, bis der Ball irgendwie reingeht. Sie haben nämlich gerade bei den Schulen wieder gesagt, Sie sind erschlossen oder dafür vorgesehen. Und deshalb darf ich Sie fragen, wie viele Schulen in Nordrhein-Westfalen sind denn nach Ihrer Kenntnis tatsächlich mit Glasfaser als dem Medium, was Schulen brauchen für eine zukunftsfähige Versorgung, tatsächlich versorgt und nicht nur dafür vorgesehen? Herr Bolte-Richter, erstens haben wir diesen Punkt in der letzten Ausschusssitzung diskutiert und zweitens wissen Sie so gut wie ich, dass das Land selber nicht den Anschluss durch die Schulwand macht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe und auch nicht unsere Rolle, sondern dafür sind auch grün geführte Städte in Nordrhein-Westfalen verantwortlich, das zu tun. Das ist Aufgabe der Schulträger. Wir können doch nicht die Verantwortung für alles in diesem Land übernehmen. Unsere Aufgabe als Land ist es, den Glasfaseranschluss zu fördern und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die die Verantwortung vor Ort tragen, den Durchbruch durch die Schulwand machen müssen, damit das funktioniert. Das ist Verantwortungsübernahme. Ja, ich weiß, dass die Sozis in Verantwortungsübernahme da vor Ort mit überfordert sind, Herr Kollege. Dass die SPD-Oberbürgermeister in den Städten nicht in der Lage sind, das umzusetzen, dafür kann ich doch nichts. Sie haben doch dafür gefordert, was die schwarz-gelbe Landesregierung hier auf den Weg gebracht hat. Wir haben das gemacht, was Sie in den Jahren zuvor nicht auf die Kette bekommen haben. Wir haben dafür gesorgt, dass die Glasfaseranschlüsse bis zur Schulwand reichen. Jetzt müssen die SPD-geführte Städte dafür sorgen, dass das auch mal vor Ort umgesetzt wird. So sieht doch die Realität hier aus. Und ich könnte Ihnen noch mal was sagen. Ich könnte Ihnen auch sagen, es ist ja leider heute nicht hier die Frau ehemalige Ministerpräsidentin. Es wäre doch mal die Aufgabe gewesen von der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, dafür zu sorgen, dass Digitalisierung in den Schulen Einzug erhält. Dafür braucht es jetzt eine Schulministerin, Yvonne Gebauer, mit dem Finanzminister, der dafür sorgt, dass die Schulen das Geld bekommen, 2 Milliarden Euro zusätzlich, die die Schulen bekommen. Das ist auch nicht zentrale Aufgabe des Landes. Das ist Aufgabe des Schulträgers. Wir sind auch nicht dafür verantwortlich, die Schulen auszustatten, sondern das müssen die Kommunen machen. Wir machen es aber trotzdem, weil es wichtig ist für die Zukunft unseres Landes. Also geben Sie bitte entsprechend fair mit den Punkten um und hier kein Wahlkampfgetöse, wie Frau Kampmann das hier gerade gemacht hat, Herr Kollege. Na, so sieht aber die Wirklichkeit aus. Da können Sie natürlich so viel rumbrüllen, wie Sie wollen.
Na, die Wähler werden das im Mai schon entscheiden. Und ich habe schon den Eindruck, dass sie gut erkannt haben, was in den letzten Jahren passiert ist. Das ist den Leuten noch ganz schön präsent. Warum lief das denn alles in der Corona-Pandemie so schwierig? Weil Sie die Lage hier so katastrophal hinterlassen haben, Herr Kollege. Da können Sie rumkakehlen. Und ich weiß, glaube ich, Frau Kollegin Kampmann hat das gerade auch gesagt, auch zum Thema Verwaltung. Natürlich ist es richtig, die Modellkommunen auf den Weg zu bringen. Wir können doch nicht für jede einzelne Verwaltung in Nordrhein-Westfalen die Hausaufgaben machen. Sie haben damals ein so ehrgeiziges Ziel gehabt und die Digitalisierung gesagt, die Verwaltung in Nordrhein-Westfalen, den Kommunen, müsste sich innerhalb bis 2035 digitalisieren. 15 Jahre war, glaube ich, der Anspruch. Das war Ihr ehrgeiziges Ziel. Das mussten wir erst mal korrigieren und sagen, bis 2025 digitalisieren wir die Verwaltung vor Ort und auf der Landesebene und die entsprechenden Ressourcen auf den Weg bringen. Aber vor Ort muss auch noch ein bisschen gearbeitet werden. Die Arbeit können wir den Kommunen auch nicht alle abnehmen. Aber wir müssen sagen, da, wo das Land Geld einsetzt, wo wir Förderprogramme, Leuchtturmprojekte machen, das bringen wir auf den Weg. Und die Schnittstellen ist für jede Kommune in Nordrhein-Westfalen nutzbar. Und ich glaube, das ist ein faires Angebot und zeigt, dass man innovativ hier entsprechend etwas auf den Weg bringen kann. Herr Kollege Hafte, Entschuldigung, ich glaube, mit der Beantwortung der ersten Zwischenfrage sind Sie jetzt gerade am Ende angelangt. Bevor Sie in Ihrer Rede fortfahren, gibt es schon den Wunsch nach einer weiteren Zwischenfrage. Möchten Sie die auch noch zulassen? Ja, gerne. Bei Herrn Kollegen, Frau Kollegin Kampmann. Ja, bitte schön. Entschuldigung. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr Hafke. Die digitalen Modellkommunen wurden ja mit dem Argument auf den Weg gebracht, dass deren Ergebnisse dann auch auf andere Kommunen übertragen werden. Frage 282 fragt, welche Projekte denn ganz genau auf welche Kommunen übertragen werden. In der Antwort lässt sich das bleibt es leider offen. Darauf gibt es keine Antwort. Deshalb möchte ich jetzt von Ihnen wissen, Sie haben es gerade angesprochen, welche Projekte aus den digitalen Modellkommunen wurden auf welche Kommunen ganz konkret in Nordrhein-Westfalen übertragen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kampmann, für diese Frage. Wir haben uns ja bei den Modellregionen so ein bisschen orientiert an das, was Rot-Grün gemacht hatte mit den Digi-Hubs, nämlich dezentral entsprechende Projekte auf den Weg zu bringen, die entsprechende Innovationen vor Ort beschleunigen sollen. Und das haben wir bei den Modellregionen im ländlichen, im städtischen Bereich gemacht. Und das ist, glaube ich, auch sehr erfolgreich angelaufen. Ich selber habe mir alle Modellregionen angesehen, im ländlichen, im städtischen Bereich, die Smart-City-Projekte sowie die digitalen Verwaltungsprojekte. Und kann eigentlich aus allen Regionen, aus allen Städten sagen, dass die erstens berücksichtigen, dass es für alle Städte anwendbar ist, was im Bereich Verwaltung passiert. Ich kann das in meiner eigenen Stadt sagen, dass die Schnittstellen dafür entsprechend auf den Weg gebracht wurden und dass die Projekte nutzbar sind. Das können Sie in Aachen sehen, das können Sie in der Stadt Soest sehen. Es wäre natürlich dann einfacher als kleine Anfragen zu stellen, mal in alle Städte selber zu fahren und sich das anzuschauen. Ich habe den Eindruck, dass die Bürgermeister und die Verantwortlichen vor Ort sehr gerne Abgeordnete empfangen, um das mal vor Ort vorzustellen. Ich sage Ihnen aber trotzdem das, was ich gerade noch mal gesagt habe. Natürlich kann es aber auch nicht Aufgabe des Landes sein, dafür zu sorgen, dass jede einzelne Kommune ihre Hausaufgaben macht. Eine Verantwortungsübernahme geht vor Ort los. Und da müssen die Kommunen sich vor Ort selbstständig auch auf den Weg machen und können auf Unterstützung des Landes an dieser Stelle weiterhin setzen. Meine Damen und Herren, ich will einen Punkt noch aufgreifen, weil ich das zentral erachte für das Gelingen, was wir hier in Nordrhein-Westfalen sehen. Man kann ja sehen, dass man 1300 digitale oder auch Papierseiten vollschreibt mit Punkten, die wir auf den Weg gebracht haben. Da kann man ja sagen, da ist nichts passiert, da ist nämlich sehr viel passiert. Das funktioniert aber nur deswegen, dass wir eine komplett umfassende Digitalstrategie in diesem Land haben, das erste Bundesland waren und auch sind, das einen eigenen Digitalminister hat. Und das kann ich uns auch nur empfehlen für andere Bundesländer und auch für die hoffentlich zukünftige Bundesregierung, dass man hier das Thema Digitalisierung so groß schreibt, dass es eben keine Konflikte mehr in den entsprechenden Häusern gibt, sondern klare Zuständigkeiten bestehen. Und das ist eins der Gründe dafür, dass das hier in Nordrhein-Westfalen so erfolgreich funktioniert. Und weil die Frau Kollegin Kampmann das auch noch angesprochen hat zu dem Thema Start-ups und Gründungen. Auch hier können wir feststellen, dass wir in Nordrhein-Westfalen, seitdem wir die Regierungsverantwortung übernommen haben, bei den Gründungen von Gründerinnen und Gründern deutschlandweit vorne liegen, dass wir richtig an Tempo und Fahrt, doch, da können Sie noch so viel mit dem Kopf schütteln, natürlich haben wir das gemacht, im Übrigen auch bei dem Thema Social Entrepreneurship und
auch ökologischen Gründungen dort entsprechend nach vorne gekommen sind. Da muss man aber sagen, dass der damalige SPD-Minister Dün außer Ankündigungen überhaupt nichts auf den Weg gebracht hat und dass erst hier ein entsprechendes Förderprogramm dieser schwarz-gelben Regierung brauchte. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind dort mit gut aufgestellt, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende angekommen. Und deswegen werben wir dafür, dass Schwarz-Gelb auch in den nächsten Jahren hier in Nordrhein-Westfalen weiterregiert, weil wir wollen dafür sorgen, dass alle Schulen entsprechend digital ausgestattet sind, dass die Universitäten dort entsprechend weiter vorankommen, so wie das bislang der Fall ist, und die Unternehmen bei dieser digitalen Transformation in diesem Land zu begleiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hafke.